So, huch, da war die Maus noch im Bild. Willkommen zurück. Was tust du mir? Komm mal her. Rüste die Rippe aus, um dich vor Bösen zu verteidigen. Probieren wir's? Oh, ich habe ein Schild. Die Rippe ist ein Schild. Okay. So, ich habe jetzt gerade noch eine andere Idee. Wir haben ja da an der einen Ecke, wo wir eben waren. Ich hoffe, da laufe ich jetzt gerade wieder richtig hin. Badam. Hier, die heilige Flamme bekommen. Was für eine schöne Nacht, um verflucht zu sein, ja. Ich habe ein Schild. Guck mal, ich habe ein Schild. Pam! Huch, die vertragen zwei Schläge. Oh. Oh, oh. Was zum... War meine Energieanzeige schon immer so lang? Langsam hätte ich auch gerne mal die bessere Peitsche, aber da ist das Spiel noch geizig. Egal, wir haben jetzt 256 Herzen, also wenn was kommt, legen wir uns auf die Fresse. Und können alles kaufen im Augenblick. Mist, was ist denn noch wahr hier? Ich hasse diese Sprünge. Und hopp, geht doch. Darf man sich nur nicht wie ein Idiot anstellen, dann klappt das auch. Ich freue mich schon drauf, wenn das ganze Viehzeug hier mit einem Schlag endlich tot ist. Jetzt war es rechts lang, glaube ich. Nee, ich meine gerade meine Lebensleiste wäre länger geworden, aber... Weiß man nicht so genau, werde ich denn wahrscheinlich in naher Zukunft sehen, wenn ich das Video hier bearbeite und schneide und mache und tue. Na, schneiden eher nicht, da werden höchstwahrscheinlich nur Huster, wenn es welche gibt, rausgeschnitten und ich stelle mich gerade an wie ein Idiot. Und ansonsten halt editiert, so vom Ton her. Das, Ja, ich bin mal wieder sehr überlegt und konzentriert und total bei der Sache. Nee, dass der Ton alles ein bisschen ausgeglichen ist, nicht spiellauter als Stimme oder so, das wäre natürlich kontraproduktiv. Ich hasse dich. Pam. Gut, du stirbst auch. Und du erst recht. So, hier meine ich... Hier ist ja das Dorf, wo es gar nichts gab. Das ist hier die, die böse Zombie. Warum verträgt er 3, 4, 5, 100 Schläge? Wie wurde ich von eigentlich geheilt? Was war das für ein Item, das der gedroppt hat? Wir werden es nie erfahren. Hier ist ja die Stadt, wo, wo es im Prinzip gar nichts gab, die leere Stadt. Dass ich hier wirklich mit leeren... nicht mit leeren Händen, sondern mit der alten Flamme da was reißen kann. Habe ich ja im letzten Video schon erwähnt. Hier werde ich wahrscheinlich nicht langkommen vorerst. Aber mal gucken, irgendwas... Vielleicht bekomme ich hier auch den Knoblauch genau. Wurde ja gesagt, dass denn auf Friedhöfen irgendwelche Menschen auftauchen. Die Morgensonne hat die schreckliche Nacht hinfortgefegt. Was weiß denn ich? Jetzt bin ich gespannt. Guten Tag. Ja, und rein? Nö. Verstehe, wer will. Hallo, was sagst du mir? Zwei Hinweise, die du brauchst, sind in Rover Mansion. Ja, alles klar. Obi? Ein blauer Kristall wird für Rover Mansion gebraucht. Ich habe jetzt ehrlich keine Ahnung mehr, was ich machen soll. Sagst du mir?
Ja, das wird dich vor giftigen Sumpf beschützen. Bitte beschütze uns vor Dracula oder rette uns vor Dracula. Suche einen versteckten Hinweis in einem Haus in Veros. Merke ich mir jetzt mal Veros, wenn das hier gar nichts bringt. Alles nix. Ja, ihr seht mich gerade etwas ratlos. Wie immer. Ich wollte das jetzt ja eigentlich nicht zu langweilig machen, weil jetzt fünf Parts, wo ich nur suche, wo ich eigentlich lang muss, wären doof. Geh mal da weg. Veros, Veros, wo soll die Stadt sein? Hey, was sagst du mir? Garlic ist bekannt dafür, Fremde herbeizurufen. Ist es nicht eher bekannt dafür, dass es Leute verscheucht, wenn man es gegessen hat? So, jetzt hier dran, aber pass auf. Nee, nicht? Verstehe, wer will. Kann ich nur noch mal hier als letztes Haus? Auch nicht, natürlich nicht. Warum auch? Wo ist eigentlich der Typ, der mir sagt, in welcher Stadt ich mich gerade aufhalte? Ich weiß nicht, ist es irgendein Bug oder ein Glitch, dass hier gar nichts in der Stadt... Oder kann ich hier jetzt in... Warte mal, geh mal da weg. Ja, ich weiß, bla bla. Nee, die Türen aufbrennen kann ich damit auch nicht. Aber das ist eins von den Spielen vielleicht ist, wo man auch durch verschlossene Türen kann. Sowas gibt's ja manchmal. Scheint jetzt im ersten Augenblick allerdings nicht so. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich hier sonst noch hin soll in der doofen Stadt. Oder mit wem ich reden könnte und was weiß ich. Opa. Ein blauer Kristall. So ein Mist. Nee, nee, ist doch mal gut. Genau, ich zünd dich an, Opa. Was sagst du denn dazu? Dir mache ich Feuer unterm Hintern. Ja, ich weiß auch. Ach ja, stimmt, das ist die Tante, die mir sagt, in welcher Stadt ich bin. Aljiba, ja. Veros, ja. Hier hast du deinen Kristallupenner. Ach, geh weg, ich will da die Tür anschmeißen. Nee, da bin ich gerade ratlos. Okay, einen Moment, ich suche eine Komplettlösung auf. Bis gleich. So, also scheinbar habe ich... Ich verstehe es nicht. Hier in der Stadt soll es jemanden geben, der mir was verkauft, aber... Sehr schön, jetzt werden sie grundsätzlich alle nochmal gesprächiger. Ja. Ich versuch's jetzt einfach nochmal mit Weihwasser die ganzen Wände einzureißen und wenn das nicht klappt, dann habe ich halt Pech. Wäre schön, wenn ich hier hochkommen würde, aber ist nicht. Werde jetzt einfach nochmal hier alle Häuser mit Weihwasser versuchen. Weil. Nein, 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 nein. Gut. Rein kann ich jetzt eher in keins im Augenblick. Veros, gehen wir da mal hin. Der Typi hat mir ja gesagt, da ist ein versteckter Hinweis. Nein, nicht.
Weil ich ertreibe. Okay. Komm her, blöder Spinnvieh. Und jetzt geht's auf einmal wieder. Also, dass man die Netze verhaut, aber was weiß denn ich. Pam. Pam. Dann dürfen wir auch gleich nochmal zurücklatschen und ach Gott, was für eine Freude, aua. Hoffentlich gibt es im Dörfchen Verus eine Kirche, damit sich der Weg auch lohnt. Zack, zack, zack. Alles weggehen. Ihr könnt mich alle mal gern haben. Ich will nur nach Verus. Au. Ich hoffe zumindest, da gibt es eine Kirche, sonst bin ich echt am Hintern. Wäre wenig vorteilhaft. Aua. Natürlich hat mich der Scheiß noch getroffen. Komm her, blöde Spinne. Jetzt muss ich aber mich langsam ehrlich sputen, weil die Lebensenergie ist schon wieder ganz weit unten. Gut durchgesprungen. Und jetzt werden die Gegner auch ein Ticken einfacher wieder. Pam. Hüpf. Bin ich hoffentlich gleich in der Stadt. Wir marschieren hier schon wieder Stunden rum. Ohne den geringsten Fortschritt. Da ist das Anwesen. Was ist denn jetzt die doofe Stadt? Mehr. Die war doch hier, die war doch hier. Au. Ich bin nicht froh, wenn ich eine Kirche sehe. Oh Gott, oh Gott. Die Stadt war hier unten direkt, oder? Ich hoffe es, ich hoffe es. Sonst sind bald knapp 300 Herzen weg. Wo sind wir? Ja, nutze die Rippe, um bla bla bla. So, gehen wir mal hier durch. Was verkauft mir die alte Dame denn hier? Habe ich schon den Dolch, danke sehr. Wie sie direkt hinter mir die Wand wieder zugemauert hat. Davis Pfad. Ah. Verus. Dann gibt man einen Algeber, der nach dem Hinweis sucht. Quatsch, nach dem weißen Kristall sucht. Hallo, einmal heilen bitte. Einmal heilen bitte, komm her. Dankeschön. Ich frage mich wirklich, wann ich so viel Lebensenergie bekommen habe, das ja. Himmlisch. Ja, leere Räume sind nicht immer, was sie zu sein scheinen, ich weiß. Der sagt mir, dass Hinweise oft in Sackgassen versteckt sind, also nichts, was ich nicht weiß. Was, wenn ich schon 100 Mal gelesen? Oh! Okay. Okay. Sehr schön, sehr schön. Hallo du, komm mal her. Kettenpeitsche 150, danke sehr. Pam, oh. Die klingt auch richtig schön wie in Castlevania 1 wieder, oder? Ja, jetzt kann es auf jeden Fall schön auf Gesicht geben. Da unten gibt es also auch oft was. Okay,
Okay. Gehe ich noch mal ins andere Häuschen und schau danach und dann weiß ich jetzt zumindest, wonach ich in Aljiba schauen muss. Geh mal weg. Bin ich jetzt auch bald wieder pleite, obwohl, naja, pleite nicht ganz, aber zumindest so viel runter, dass es nicht mehr allzu schlimm ist, wenn wir jetzt Game Over gehen. Ich habe eine Peitsche, ich kann den ganzen Tag nur noch damit hauen. Guck mal, Peitsche, pam, pam! Hier, zack, zack. Ich verhau alle Dörfler. Ist denen aber relativ egal, so stark scheint die Peitsche also nicht zu sein. Au. Ja, aber stimmt, hier gibt es Sinn, dass dadurch, dass das Haus ein bisschen höher ist und der Eingang da oben, hätte man eigentlich drauf kommen können, dass da ein Weg runter in den Keller geht. Also es ist zumindest nicht zu abwegig. Hier habe ich schon alles überprüft. Geh weg, blöder Kopf. Oder blödes Auge. Jedes Mal. Zack, zack. So, habt ihr nur davon. Ich mag neue Peitschen dran. Lalalalalala. Bis jetzt konnte ich leider noch gar nicht testen, ob die viel stärker ist, aber wenn wir das nächste Mal an dem Anwesen mit Gevatter Tod vorbei kommen, werde ich ihm natürlich damit auf den Zopf hauen.